So, heute folgt das letzte Tschechen- oder Polen-Unboxing für dieses Jahr wahrscheinlich erstmal, weil ich habe ja schon genug hochgeladen und habe mal meine Bestände alles immer gezeigt. Das ist jetzt, wie gesagt, das letzte. Da fangen wir mal an. Das ist ein Viber 1. Müssten die meisten auch kennen. 60 Gramm. 2012 müssten eigentlich umgelabelte Pumps sein. Die roten Knaller, die ihr bestimmt auch kennt. Na, also umgelabelte Pumps höchstwahrscheinlich. Also haben wir alle die vom Pudding, weil die halt also knallen wie die elmaschen Pumps, aber halt die ohne CL mit der gelben Schrift. Und wie so eine Art wie Explosivzeichen da hier, wo hier diese roten, Quatsch, diese gelben Punkte da auseinanderfallen auf dem Label. Na, no. Das sind eigentlich relativ gute Knaller, die habe ich gestern immer in die Erde reingesteckt, weil mein Kanal verfolgt ja. Ich habe gestern bei über 12 in der Erde mal hochgejagt. No. Und da besteht dann als Zugabe noch mit in die Erde mal mit reingesteckt, alle nacheinander. Es müssten 15 Stück gewesen sein. Ja, die sind für 3 Gramm eigentlich relativ gut auch. Die drücken also auch, man merkt das dann schon. Aus ein paar Metern Entfernung, dass die so ein bisschen drücken halt. So, das ist die erste Packung. Die zweite. Kategorie 3. Leider keine P1. Oh. Ist immer eine. So. Machen wir mal hier weiter. Etwas, ich denke mal, sehr ältere FP3 Small von NWP Jorge. Das kenne ich so hier hinten drauf, also überhaupt nicht. Ich hatte schon solche Packungen, wo die Schrift so ging, aber hier ist es ja seitlich, also das hatte ich bis jetzt noch gar nicht gehabt. Sind lieber auch schon verdammt ältere, die habe ich gestern auch noch mitbekommen. Werden mal irgendwann halt, wie gesagt, mal ein paar Mal verknallt. Der Rest wird aufgehört, weil es halt eine Rarität, die gibt es halt nicht, also halt nicht mehr zu kaufen. Sollte man schon noch ein bisschen in Ehren halten. Steht aber auch kein Herstellungsdatum drauf, wann die hergestellt worden sind. Made in China bloß. 15 Meter. 15 Meter Abstand wahrscheinlich oder sowas. Oh, steht nichts drauf, kein Datum. Aber so ist. So. Hier muss ich aufpassen. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade gekommen. Hier muss ich aufpassen. Hier ist es. Das ist Papier ab, das Plaste. Wenn ich die jetzt rumkippe, fallen die alle raus. Aber da kann ich euch gleich mal zeigen. Das ist gut. Das Papier ab ist, zeige ich da mal ein, wie die so sind. Also gut, die kennt ja jeder bestimmt noch. Aber halt hier. Die Wandung hier ist ein bisschen stärker wie also wie bei den neuen mit CE. Also ich habe welche schon mal getestet, alt gegen neu. Also da hat der ältere auf alle Fälle schon mal gewonnen, weil der hat ein bisschen mehr Bums gehabt. Hier. Ja, man sieht es nicht richtig. Der Fokus manchmal hier, der macht mich manchmal zu schaffen. Ja, ey, das ist schlimm. Das ist grausam. Ja, wie gesagt, die Wandung noch relativ stark. Ey. Knochen hat das Ding, kann man gar nicht eindrücken. Ja, jetzt wird der Mann hier mit ein Stück, also wie so ein Stück Metallbolzen auf dem Holz hier rumhauen, hier, auf meinen schönen Hocker. Ja. No. Tun wir mal wieder rein. So. Gesagt, das müsste unser so eine sein, ja. Ja. Sind glaube ich schon Schweine alt. Ich schätze die mal 2012 oder so, keine Ahnung. Aber wenn ihr eine Ahnung habt, wie gesagt, dann könnt ihr gerne in die Kommentare mit reinschreiben, wenn ihr wisst, wann die hergestellt worden sind. Also ich kenne die auch noch von ganz früher auch noch. Aber da waren die glaube ich anders hier hinten drauf. Aber könnt ihr ja mal mit reinschreiben, wie alt die sind.
Sommersee, mit das, also halt mit demselben hier. Mit derselben Beschreibung. So. Schiebt jetzt mal seitlich, weil spart noch ein bisschen mehr Platz. So, geht's weiter. So. Die kennt ihr bestimmt auch. Alte Crazy Robots ohne CE. 5 Gramm inklusive Vorbrenner. Sehr laut, die Dinger. Die hatte ich mal vor Jahren mal auf Raketen mit drauf, also mit oben drauf geklebt. Raketen, also den Raketenkopf einfach abgebrochen. Das Ding verkehrt mit dem Vorbrenner auf den Raketentreiber drauf gemacht und das Ding in die Luft geschickt. Es war ein riesen Bums. Dafür sind die eigentlich relativ gut. Ja. Ist ein sehr alter. Irgendwie eine Grammzahl steht halt auch nichts drauf, aber 5 Gramm haben die definitiv. So ähnlich wie die Exploder 4 sind es eigentlich nichts anderes. Also die neuen Exploder 4 sind umgelabelte Crazy Robots P1. Kann man mit einführen nach Deutschland, wenn man es halt irgendwo im Ausland sich holt. Das Zeug. Ja. Ich nur eine. Sehr schöne Teile. Auch von der Verarbeitung her gefallen die mir. Die sind eigentlich viel zu schade, um die echt zu verknallen. Weil die gibt es irgendwann ja nie wieder. Wenn man vielleicht Glück hat, mal. Entschuldigung. Ein Stapel, dass sich da vielleicht noch einer mit dazwischen mit rumtümmelt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt eher gering. So. Die müsstet ihr auch alle kennen. Das sind auch ältere dumme Birbel. Mal gucken, wann die hergestellt worden sind. Müssten die über 15 sein. 2015 hier steht es drauf. Ja. Kategorie F3. Ja. Halt nichts anderes wie jetzt auch diese hier. 9 Dümpel sind P1 mit 110 Gramm. Hemmt sich auch nie viel vom Knall her. Ist definitiv der gleiche Knall. Die habe ich euch schon mal vergleicht. Alt, also hier die hier gegen die P1. Merkt man keinen Unterschied. 0,5 Gramm, das macht es gerade auch nicht mehr dick. Oder fett, oder wie das so genannt wird. So, das sind nochmal 1, also. 2, so rum. Rums, rums, so. So. Ja, es müssten 5 Packungen sein. So, die stelle ich jetzt mal hier runter kurz, weil es kommt noch was Größeres. Achso, machen wir es mal hier. Ja, ein paar einzelne. Die wollte ich noch zeigen. Die Singkästen sind noch übrig geblieben von der Knalltour auf dem Feld. Ja, die Wandung relativ dick, aber die haben schon schön, die knallen schon schön leid. Halber 1. So. Achso, wo ist er? Hier hätte ich noch was. Eine Rarität. Kalasalude. Kein CE, ein Alter von 2008, steht sogar mit drauf. Wenn man mal einfokussieren will, der Haufen. Ne, da will ich nicht einfokussieren. Also es ist ein alter Kasuide, ohne CE wie gesagt. Gucken, ob das geht hier. Ne, da will ich nicht zoomen. Ja, Quatsch, schon fokussieren. Nehmen wir mal kurz auf. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Ich habe jetzt mal den automatischen Fokus mal eingegeben hier. Müsste man eigentlich sehen. Ne, das will nicht. Aber hier steht es. Also hier steht mit drauf 2008.
Wie gesagt, so wie bei den alten Lampompas hier, in CESKEN, diese hier, wie weit du dich davon halt entfernen musst, ist ein älterer, knallen ordentlich laut, also die haben ordentlich Druck. Ja, schon auf alle Fälle aufheben, den schmeiße ich nie irgendwo aufs Feld oder so oder in die Stadt rein oder so. Ja. So. Welche machen geht's los? Cobra 12. Nichts anderes wie Viper 12. Eine Kippschleuder vom Allerfeinsten. Oh, sau schwer. Steinhart. 60 Gramm BKS. Oh, ist schon eine Hausnummer. Also die sind schon relativ sehr heftig. Also die drücken. Achso, ich hatte es in meinem anderen Video, glaube ich, auch schon mal gesagt. Wenn ihr solche Größen habt oder solche älteren noch mit Gipsstöpfen, die dürft ihr nie oder beziehungsweise. Entschuldigung, ich muss erstmal ein bisschen husten. So. Nee, ich hatte schon mal in einem anderen Video schon mal gesagt, ihr müsst die immer hinstellen. Niemals hinlegen oder so oder so. Oder beziehungsweise mal wegschmeißen, so 20 Meter. Ihr wisst nie, ob der Kips so liegt und euch dann trifft. Also an den Körper oder so, oder halt sonst was. Der zerschlägt euch die Knie. Das ist halt wie eine Gewehrkugel halt. Ihr müsst euch das vorstellen. Also ich stell die meistens immer hin. Ist sicher. Ihr wisst nie, in welche Richtung der Kips dann liegt und ob er euch dann treffen tut oder so. Wie gesagt, wenn euch das Ding hier am Kopf trifft, dann ist Feierabend. Ne? Dann habt ihr dann schwerste Verletzungen oder dann der Kollege oder der Kumpel kann dann einen Leichenwagen holen. Ne? Deswegen immer die Dinger hinstellen. Der Gips pfeift nach oben ab und unten zerbröselt das wegen dem Druck dann. Hinstellen. Ich kann es nur immer mal betonen. Ich kenne vielleicht so ein paar, die mal so ein bisschen Mist gemacht haben mit sowas. Ein bisschen Verletzungen hatten. Aber der hat halt nur Schweig gehabt. So, weiter geht's. Viper 12, wie gesagt, nichts anderes wie Cobra 12. Oh, eine Gipsbombe. Krasse Teile. Schwer wie Sau. Weiter geht's. Sind noch welche? Nehmen wir mal zwei. Noch zwei. So, die kennt ihr ja bestimmt schon öfters mal gesehen, auch in anderen Videos. Schon krank, die Dinger. So, hier habe ich noch was anderes. Das sind sowas in der Art, hatte ich auch schon mal gehabt, aber nur als Fake Super Cobra. Das sind Cobra 11. Also, ich kenne die auch noch so ein bisschen, aber ja. Kommt der Kipp schon ein bisschen raus hier, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Schnur ist dran, wie das sein muss bei solchen Knallern, immer eine Verlängerungsschnur dran machen. Man weiß nie, brennt sie mal schnell ab. Aber relativ leicht. Also überhaupt was drin ist hier. Cobra 11. Alarm für Cobra 11. Alle bei der Polizei. Die haben die Dinger vielleicht immer genommen bei ihren Explosionen, wo die Autos immer in die Luft geflogen sind bei Alarm für Cobra 11. Hat bestimmt der Pyrotechniker immer gehabt, ja. Cobra 11. Ist noch einer. Mal, wie haben denn die? Ich glaube, 42 Gramm müssten die haben oder so. Moment, müsste schon mal auf die Verpackung drauf gucken. Ach ja, steht's drauf. 2013, auch schon relativ alt.
Na, sind ja alles richtig schöner Tschechenfake oder sowas. So. Hier, kennt ihr bestimmt auch, der Profi, den hatte ich schon mal unter einer Autobahnbrücke mal gebracht hier. Ist auch in meinen Videos mit in meinem Kanal mit drin. Bin halt leider in dem Tunnel stehen geblieben, stand 10, 15 Meter dann in Delben. Naja, meine Ohren haben dann erstmal geklingelt. Das war natürlich dann auch nicht so schön, weil es halt draußen nur geschifft hat wie Sau, war nur am Regnen. Ja. Also die haben 45 Gramm und ordentlich Bums, kennt ihr bestimmt auch. Vor Gebrauch immer schütteln, sonst gibt es einen 1er Puffer. So, und jetzt kommt der absolute Knaller. Also so in Größen hat schon bis jetzt noch gar nicht gehabt. Der Number One. Ich kenne die Dinger bloß als Videos. Die sind krank, die Teile. Klappert irgendwie so. Es erscheint das BKS ein bisschen falsch geworden oder so. Ein bisschen, also hat es scheint ein bisschen festgesetzt. Steht irgendwas drauf, keine Ahnung. 2015. 140 Dezibel. 100 Gramm. Ja, den hebe ich aber erstmal auf, weil den hatte ich bis jetzt noch gar nicht gehabt. Das ist ein Riesenteil, schwer. Ja. Der Ferrari unter den Tschechen und Polenböllern. Würde ich jetzt mal so behaupten. Relativ gut. So, gut. Gut, da wär's das. Bedanke mich fürs Anschauen. Könnt gerne ein Like da lassen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr in die Kommentare mit reinschreiben. Aber jetzt, wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen stellt, also ich verkaufe was, ich sag gleich, ich verkaufe nichts. Ja, weil ich müsste ja die Dinger mir auch irgendwie ranholen. Ja, also verkaufen tue ich nichts, solche Fragen tue ich schon ganz dezent ignorieren. No, ansonsten, ihr könnt gerne was reinschreiben halt. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Dankeschön, tschüss.